Ich möchte jetzt noch einige Worte zum John Stuart Mill Institut sagen, das in diesem Jahr als An-Institut gegründet wurde. Ich habe diesen Namen und John Stuart Mill ganz bewusst gewählt, nicht nur weil seine wunderbare Schrift On Liberty dieses Jahr 150 Jahre alt wird und nicht nur weil er so leidenschaftlich für das Frauenwahlrecht kämpfte, sondern vor allem weil er den alten Begriff der politischen Freiheit ähnlich wie sein Kollege Benjamin Constant, um das Wesentliche der individuellen Freiheit erweitert hat und die individuelle Freiheit ins Zentrum gestellt hat und dies in seiner Arbeit zusammen mit seiner sehr klugen und auch sehr schönen Frau Harriet Taylor. Seine Biografie zeigt sehr, sehr eindrücklich, dass Erfahrung, dass Freiheit nicht nur ein abstraktes Gut ist, sondern dass Freiheit immer an Erfahrung gebunden ist. Sie werden einiges über ihn wissen. Seine Erziehung durch seinen Vater war nun alles andere als frei. Er war ein Musterkind, er war ein Hochbegabter. Er hat mit 4 Jahren schon mehrere Sprachen gesprochen. Mit 8 Jahren lehrte er seine jüngeren Geschwister Latein und Griechisch. War schon in der Nationalökonomie bewandert und so weiter und so fort. Und dieses strenge Regime seines Vaters hat ihn später immer wieder in sehr, 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 sehr tiefe Krisen gestürzt, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass er dieses Moment der individuellen Freiheit, das Sentiment, die Freiheit der Gefühle, all diese Sachen auf die Agenda brachte und in seiner Schrift in einer Weise ausformulierte, wie man das bei anderen liberalen Denkern in dieser Form nicht hatte. Zum Institut will ich nur so ein paar Projekte benennen, die in Arbeit sind. Ich bin dabei zu entwickeln Forschungsprojekte auf dem Gebiet der empirischen und der ideengeschichtlichen Freiheitsforschung, unter anderem in Kooperation mit anderen Stiftungen einen Index zu entwickeln, Measuring Freedom oder Freedom Watch, um nicht nur die wirtschaftliche Freiheit zu messen, hier in der Bundesrepublik, aber auch im europäischen und internationalen Vergleich, sondern auch die Gewährung bzw. Nichtgewährung der individuellen Freiheitsrechte. Es geht also um Studien, ganz aktuelle Studien natürlich auch über die Verfasstheit der Freiheit hier in der Republik. Wir werden Konferenzen durchführen, wir werden Kongresse veranstalten und sind dabei an einer Edition, einer Herausgabe, einer Freiheitsbibliothek, wo dieses Jahr auch nochmal eine Neuausgabe von John Stuart Mill's On Liberty erscheinen wird. Aber es werden vor allen Dingen nicht mehr zugängliche Texte erscheinen von Constant, von Aron und vielen anderen. Dann ist in Vorbereitung eine öffentliche John Stuart Mill Lecture, die den Kreis öffnet, dass durchaus sehr unterschiedliche Leute aktuell zum Zustand der Freiheit nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch auf europäischer Ebene Stellung beziehen. Und natürlich ist das Institut dabei, auf internationaler Ebene Kooperationen in Gang zu bringen, Netzwerke aufzubauen, zu vertiefen und sich an den bestehenden Netzwerken zu beteiligen. Das Institut will aber nicht nur sozusagen nach innen in die Scientific Community Debatten initiieren, sondern ganz bewusst auch nach außen in die größere Öffentlichkeit gehen, um tatsächlich den für meine Begriffe sehr, sehr wichtigen Diskurs und vor allen Dingen auch Streit über Freiheit in diesem Lande tatsächlich zu entfachen. Wir hatten als Auftakt jetzt gerade am 5. Juni auf dem Hambacher Schloss einen sehr schönen Freiheitskongress und um Ihnen das Spektrum ein wenig zu beschreiben, nenne ich nur die Personen, die dabei waren. Also dieser Bogen ist dann gespannt von Roland Tichy über Wolfgang Gerhardt, Vera Lengsfeld als ehemalige Bürgerrechtlerin, aber auch Nela Kelleck, die Dissidentin des Islams. Also Freiheitsaspekte, die im Moment tatsächlich ganz scharf in der Debatte stehen. Also der Titel war, ist die Freiheit noch zu retten? Die individuelle politische und wirtschaftliche Freiheit in der Krise. À la longue geht es darum, einen größeren Zusammenhang, auch ein Think Tank der Freiheitsdenker auf internationaler
Ebene aufzubauen. In diese Richtung geht eine Konferenz, die wir vorbereiten für nächstes Jahr, anlässlich des 60. Jahrestag des Congress for Cultural Freedom, der 1950 von Melvin Lasky, François Bondy, Arthur Köstler, Margarete Buber-Neumann und anderen gegründet worden ist und der bis in die 70er Jahre hinein arbeitete. Das ist ein Glanzstück nicht nur transatlantischer Zusammenarbeit, in dem ganz viele europäische und amerikanische Intellektuelle und Wissenschaftler beteiligt waren, sondern sie haben mit ihrer Arbeit sehr früh begonnen, den eisernen Vorhang zu durchlöchern, und das ist sozusagen eine Geistestradition und eine freiheitliche Tradition, die eigentlich im europäischen Gedächtnis verloren gegangen ist, um daran zu erinnern und auch diese antitotalitäre Traditionslinie des Liberalismus wieder stärker ins Bewusstsein zu holen, machen wir nächstes Jahr diese Konferenz. Kurzum, meine Arbeit in Lehre und Forschung, die Institutsausrichtung, hat, wie Sie merken, durchaus auch eine normative Komponente, was mir, wie Sie sich ebenfalls gut vorstellen können, bei den werten Kollegen, pikanterweise insbesondere in der Fakultät Wirtschaft, nicht immer großen Beifall einbringt. Es geht mir also darum, Freiheitsbewusstsein zu wecken, lebendige Debatten loszutreten, auch um der Gefahr der Selbstmarginalisierung des liberalen Lagers zu begegnen. Und vor allen Dingen in dieser Arbeit, in der Forschungsarbeit, ebenso wie in meiner Lehrtätigkeit, den Gründen nachzugehen, die Gründe zu untersuchen, warum die Angst vor der Freiheit so zäh ist und warum vielen Menschen der Markt so suspekt ist, wie sich die Widerstände gegenüber der Freiheit konstituieren und wie sie möglicherweise zu überwinden sind. Das schließt die Untersuchung der irrationalen Seiten der Freiheit ganz besonders ein. Die Potenziale und Potenzen des Individuums, aber ebenso wie seine Ängste. Denn Freiheit erschöpft sich nicht nur in ihrem vernünftigen Anliegen, und die Menschen sind eben nicht nur vernünftige, zukunftsoffene Wesen, wie nicht zuletzt unsere derzeitige Krise zeigt. Das habe ich in meinem Buch Eros der Freiheit versucht zu zeigen. Freiheit als offener Prozess, als Tätigsein, aber immer im Kampfe begriffen zwischen der Sehnsucht nach Freiheit, spätestens seit der Aufklärung, die immer wieder mit der Angst vor der Freiheit zu kämpfen hat. Und in diesem Sinne versuche ich mit dem Institut und mit diesem Lehrstuhl sozusagen der Freiheit ein wenig auf die Beine zu helfen und das in eine breitere Öffentlichkeit hineinzubringen. Das heißt auch, dass bei dieser Aufbauarbeit des Instituts und weiteren Aufbau, weiteren Entwicklung dieser Arbeit natürlich jegliche Unterstützung wird.